Applaus für Michael Schumacher. Die Formel-1-Legende erhält den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Schumachers Ehefrau Corinna nimmt die Auszeichnung zusammen mit Tochter Gina aus den Händen von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst entgegen. Der 53-Jährige wird für seine sportlichen Leistungen als Rennfahrer sowie sein soziales Engagement ausgezeichnet. Die Laudatio hält Jean Todt, der langjährige Präsident des Automobilverbandes FIA und Schumachers Teamchef bei Ferrari. Wir würdigen heute vor allem den Michael Schumacher jenseits des Rennsports und jenseits des grellen Scheinwerferlichts. Ein Menschen, der ein großes Herz hat und dem es von jeher auch wichtig war, an andere zu denken, denen es nicht so gut geht. Menschen, die in Not geraten sind und Unterstützung brauchen. Ihnen hat er mit äußerst großzügigen Spenden immer wieder geholfen. Zumeist ganz im Stillen, ohne viel Aufhebens davon zu machen. Schumacher stammt aus NRW und ist mit 7 Weltmeistertiteln neben Lewis Hamilton der Formel-1-Rekordhalter. Seit einem schweren Skiunfall 2013 wird er komplett von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Der Staatspreis ist die höchste Auszeichnung des Landes NRW. Zuletzt wurde 2019 der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer ausgezeichnet.